Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Car Mechanic Simulator 2021 hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und guck mal, da war eine ganze Woche. Ach nee, die Wochen sind doch bunt und die Wochenenden sind schwarz. Das ist ja traurig. Ich hätte ja gerne so rum, dass mit meiner Arbeit so rum wäre. Ne? 2 Tage arbeiten, 5 Tage frei, da könnte ich eher mitleben als mit der jetzigen Aufteilung. Oder wollen wir erstmal langsam anfangen mit 4-3? Also 4 Tage frei, 3 Tage arbeiten. So, na gut, okay. Ich brauche Geld. Also meiste Geld mache ich eigentlich mit den Sachen hier, ne? Hier haben wir ein Getriebe, was ist damit los? Weiß man nicht, gibt es hier irgendeinen, der Bonus-Credits bringt? Der hat bloß Bremsen, aber der bringt Bonus-XP. Na ja, gut, okay. Keiner mit Bonus-Credits dabei. Was denn du noch? Oh, da ist jede Menge dran zu tun. Und wir müssen uns... Ah, warte mal, wir müssen vorher das mit den Teilen machen. Wir müssen vorher das... Das ist ja ungünstig. Ich weiß nicht, ob das Geld denn noch reicht. Also ich habe so ein bisschen die dumpfe Vorahnung, dass mein Geld nicht ausreichen wird. Aber gut, wir werden gucken. Also, wir werden sortieren nach Zustand. Ob es nicht auch andersrum geht, weiß ich auch nicht, aber ist okay. So, das heißt, wir müssen hier anfangen. Ja, schon mal die Einkaufsliste schreiben. Thematisch passt das jetzt nicht, ne? Die Platte brauche ich nicht unbedingt reinnehmen. Endrohrblende, okay. Keine Ahnung, wo ich die kriege. Nie gesehen im ganzen Shop nicht. Also den Reifen hätte ich jetzt auch nicht unbedingt machen brauchen. Naja, ist egal, ist da drin. So. Sieht irgendwie aus wie so 2 Augen, die einen angucken. So. Hab ich was verbrochen? Nein, hast du nicht. So, das sind nämlich einige Teile, die hier auf der Liste stehen, die wir kaufen müssen. Die kann ich nicht reparieren? Okay. Ich noch einen Reifen drauf genommen, ne? Das konnte ich auch nicht reparieren? Kann ich doch die Lüftfüttergehäuse immer reparieren? Und da schief gelaufen. Ist aber wieder ganz schön schief gewickelt. Aber wir sind durch 4 Felgen alle repariert, die kriegt. Ich glaube, ich habe jetzt alle 4 Reifen drin, ne? So. Die Einkaufsliste ist fertig. Ja, wir gucken mal, wenn da ein Karosserieauftrag ist, dann nehmen wir den, aber jetzt gehen wir dann erstmal ganz kurz einkaufen. Und wir gucken mal, bis 6000 runter würde ich einkaufen gehen, aber ansonsten wird es schwierig. So, Sitz E-Type, Lenkrad E-Type, Federunterlage. Sitz E-Type? Ach, das ist ja noch von der alten. Oder? Ja. Das brauchen wir nicht. So. Okay, dann können wir jetzt loslegen. Jetzt können wir loslegen. Falls ihr irgendwas im Hintergrund klappern, fliegen oder rumräubern hört, das ist wieder mal mein Kater. Der trinkt gerade Milch und immer wenn er Milch trinkt, dann ist er ein bisschen upperecht. So, Hammer. Abgasrohr brauche ich 2. Hammer. Gummilagerbuchsen groß brauche ich 22. Alleine da ging ja schon. Oh Gott, das fehlen so viele Dollars bei weg. 22 große Buchsen. Kolbenringe brauchen wir nur 6. Na, das ist ja. Mal überschaubar. So, Sitz, da kommen wir noch nicht dran. Schmeißen wir uns wieder raus. Finnkerze schmeißen wir raus. Relais schmeißen wir raus. Kipphebelbrücke. Die kann ich kaufen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie oft. Um erstmal einmal. Ah, ich brauche sie 2-mal. So, Steuerkettenführung 1-mal. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir.
Spinnspule haben wir nicht. Kipphebel, den haben wir zweimal. So, Kolben mit Pleuel haben wir sechsmal. Nockenwellen-Dings haben wir achtmal. Achtmal. Das war nur sieben. So, ein Luftfilter-Typ. Ah, haben wir. Ah, brauchen wir zwei von. Brauchen wir zwei davon. Ah, die haben wir nicht da. Nockenwellendeckel. Tape. Brauchen wir bloß einen von. Haben wir nicht im Angebot. Kühlmittelbehälter D. Umlenkrolle Typ A dreimal bitte. Kraftstofffilter einmal. Bremsbeläge viermal. Umlenkrolle Typ B einmal. Umlager zweimal. Endrohrblende zweimal. What? 1140? Was? Seid ihr denn des Wahnsinns? Eine Endrohrblende 671 Credits? Ei, 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 ei. Haben sie original genommen oder was? Den Originalpreis? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich glaube, da brauche ich auch zwei von. Na, drei nicht. Seid ihr denn des Wahnsinns? Boah, das ist aber richtig teuer. Reifen Standard. Den kann man hier erstmal nicht. Der Deckel zweimal. Deckungsdruckplatte einmal. Haben wir nicht. Rohrstange zweimal. Scheinwerfer haben wir hier nicht. Katalysator zweimal. Waterbatterie haben wir hier nicht. Die kann ich übrigens reparieren. Steuerketten. Warum habe ich die zweimal gekauft? Abstand einmal. Spurstange Kopf. Eine Karosserie-Scheibe, nee, ja. Nee, Riemenspanner. Noch ein neues Rad, zweimal. Ausrückelager. Steuerkette, zweimal. So, jetzt wird es aber hier fertig mit dem Geld. Haben wir denn hier noch da drin? ECU-Kurbeln, Riemenscheibe, Rücksitz, wieder Vorderachse. Okay, das ist nicht so teuer. Das haben wir hier nicht. Kurbeln, Riemenscheibe, 250, okay. Ölfilter, gut, okay. Nockenwelle. Davi geht auch noch. Feder. Oh, oh Gott, wie habe ich nicht? Feuerkette. Samurai. Okay, wir sind bei 5000 Credits. Uiuiuiuiuiuiuiui. Und haben noch nicht die Elektrik gekauft, die da alles noch mit reingehört. Karosserieauftrag? Hier ist ein reiner Karosserieauftrag. Annehmen. Will den anderen auch haben. Reiner Karosserieauftrag. Wo? Telefon? Jetzt weg. Das waren zwei untereinander. Na gut, dann nehmen wir den hier. Eieiei. Nö, warum nicht? Ne? Kann man ja mal machen, sowas. So.
Der Flamingo. So. Schöne Lackierung im Ring, also so von vorne nach hinten durch, ne? Also sehr, sehr, also da hat sich der Lackierer auch wirklich Mühe gemacht, das schön anzulackieren und schön die Übergänge hinzukriegen. Das ist schon cool. Sehr, sehr aufwendig. Also als Folie kleben, okay, aber als Lackierer sowas machen, ist glaube ich sehr, sehr aufwendig. So, dann ab auf Hebebühne 2. Gucken wir mal, was darf ich denn bei dir alles machen? Kotflügel vorne rechts, Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, Tür vorne rechts, Türscheibe vorne links, Windschutzscheibe. Also, Kotflügel vorne rechts. Windschutzscheibe. Die rechte Tür sieht echt scheiße aus. So, jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was das noch war. Rechts haben wir Scheinwerfer nicht, Tür haben wir, Türscheibe vorne links und Windschutzscheibe. Okay, die Scheinwerfer haben wir auch noch. Und die Türscheibe auch noch. Gut. Und die Heckklappe nicht, ne? Okay. Sieht das Lenkrad aus? Ach, grün, Leute. So, dann gehen wir mal ganz kurz gucken, ob wir davon was repariert kriegen. Ein Spiegel. Das ist das Einzige, was wir repariert kriegen. Schande. Den Rest muss ich jetzt kaufen, ja? Okay, das heißt, wir müssen in den Body Shop für das gute Stück hier. Wir brauchen die Windschutzscheibe. Wir brauchen Scheinwerfer, beide. Rotflügel brauchen wir. Und eine rechte Tür brauchen wir jetzt erstmal. So, dann gucken wir mal, wenn wir es wieder einbauen. Ein Shinywerfer. Nicht so abgereiht, 9%, kriegt man nicht repariert. Spiegel haben wir drinne. Spiegel. Scheibe. Nee. Scheibe. Ah ja, die Türscheibe habe ich noch nicht. Die Türscheibe vorne links haben wir noch nicht. Diese hier. Alles erledigt. So. Oh, 1200 haben wir jetzt erstmal wieder gewinnen. So, jetzt müssen wir ins Inventar gucken. Nicht nach Zustand, sondern nach Einlagerung. Ganz nach vorne. Eine Kiste noch gekriegt, sehr schön. Und dann können wir ja den verkaufen, 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 verkaufen. So, und eine Kiste haben wir noch gekriegt. Die akzeptieren wir mal. So, was nehmen wir? Wir nehmen die mittleren. Bonus Credits, sehr gut. Kann ich gerade gebrauchen. Und Bonus Crap Parts, okay. So, aber die Bonus Credits, die waren erstmal wichtig. Die waren gut. So, dann gucken wir mal, ob wir noch einen Auftrag machen können. Ich brauche unbedingt Geld, ne? Also ich habe mich da so verschätzt mit dem Fahrzeug. Der hat Getriebe und Karosserie. Was ist das für einer? Oh ja, das sieht gut aus. Bonus Credits. Oh ja, nehmen wir. Da gibt es Bonus-Credits, 25% drauf. So, dann komm du mal in meine Werkstatt. So, das sieht auch noch ein bisschen mehr aus hier. Okay. Na gut. Kann man machen. So. Judy, da war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Okay, dann nehmen wir den mal hoch hier in den guten Bock und dann gucken wir mal, was darf ich denn bei dir alles tun? Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da hin. So. Ich darf beim Getriebe, irgendwas rasselt im Getriebeteil, nicht gefunden. Und Außenspiegel links, Heckklappe, Heckscheibe, Kotflügel vorne links, Scheinwerfer links, Tür links, Tür. Die Motorhaube nicht. Die sieht doch so verbeult aus. Na gut. Also, Außenspiegel links möchtest du ganz gerne haben. Okay, die ganze Tür links sieht scheiße aus. Die Heckklappe sieht nicht gut aus. Die Heckscheibe auch nicht. So. Ich habe jetzt Heckklappe, Heckscheibe. Kotflügel von links habe ich nicht. Scheibe von links habe ich auch noch nicht. Außenspiegel links habe ich. Türscheibe, Tür links, Türscheibe von rechts auch.
Kotflügel von links. Scheinwerfer von links. Gucken wir mal, ob wir das schon repariert kriegen. Naja. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Und dann noch Bonus-Credits dafür kriegen, das ist doch ganz cool. So, dann brauche ich jetzt anbauen. Ich kann dir hier den Kotflügel anbauen, ich kann dir hier deine Tür schon mal wieder anbauen und ich kann dir hier schon mal deine Heckklappe wieder anbauen. Und achso, den Spiegel kann ich auch anbauen, den habe ich auch repariert. So, dann brauchen wir bloß noch die beiden Türscheiben und einen Scheinwerfer links. Das geht hier ein zurück. Den haben wir hier. Die Türscheiben. Und den Scheinwerfer links. Sieht fast so aus wie der andere, ne? Ist wahrscheinlich auch ein einzelniger Motor drin. Mal gucken, hier ist wahrscheinlich V8 drin, ne? Wenn ich richtig bin. So. Gut, dann gucken wir hier mal die Heckscheibe auch nicht. Alles klar. Kaufen. Heckscheibe. So. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Irgendwas rasselt im Getriebe, okay. Repariert die Karosserie, sind bloß 1500. Okay. Hallo? Achso. Falscher Modus. Fahren Sie mal hoch und dann gucken wir mal, was da so im Getriebe rasselt. Naja, ich hätte da eine Ahnung, was da so rasselt. Ich denke mal, da müssen wir ein neues Getriebe einbauen. Das bleibt nie aus. Aber das kriegen wir ja schnell hin hier. So, und dann mal ran das Getriebe hier. Noch eine? Ja. So, dann wollen wir mal die Rassel ausbauen, was? Achso, da ja nicht, sondern hier. Na gut, dann bringe ich dir halt im Detail den 70 Dollar. Naja, komm. So, die Triebe müssen wir neu kaufen. Nee. Inventar. Die Triebe müssen wir neu kaufen. Und zwar da. Da. Einkaufsliste. Ja. 1500. Na gut, aber es gibt Bonus-Credits, also von daher soll uns das jetzt nicht stören. Und dann bauen wir jetzt wieder alles an hier und wir haben ihm nebenbei natürlich auch noch die... Also ich meine, okay, also ich berechne ihm natürlich 1500, also die 15% haben wir schon mal wieder sicher auf unserer Seite. Das Getriebe ist schon mal gut. Das ist schon mal gut monetarisiert wieder. Den Anlass hatten wir jetzt zweimal und die Gardanwelle haben wir auch zweimal. So. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, ist doch dieser Auftrag durch, oder? Gucken wir mal. 1500 und Credits und Einnahmen. Nicht schlecht, ne? Das war ein guter Auftrag. Der hat uns jetzt noch wieder bis auf über 11.000 gebracht. Sehr schön. Jetzt können wir uns unser Auto hier wieder reinschieben. So, und dann müssen wir jetzt mal ganz kurz das Schweißgerät daran treiben. Denn ich muss ja hier auch die Karosserie noch wieder komplett reparieren, damit die richtig 100% haben, die das Autochen. Darum geht es uns ja. So, und weg damit. Gut, dann haben wir jetzt erstmal das geschafft. Jetzt können wir nochmal durch den Einkaufsladen durchgehen und gucken, wie weit wir runterkommen mit dem Geld.
Und bei 5000 muss man dann spätestens wieder neue Aufträge machen. Erstmal ein paar Karosserieaufträge. Wie gesagt, Karosseriegetriebe ging jetzt auch ganz gut. So Bremsen, das bringt fast kein Geld. Das ist dusselig, hier diese Sondersachen da vorne. Gut, wenn wir was mit Bonus-Credits dann sehen, das ist natürlich, hier ist auch Bonus-Credits bei Bremsen. Ah, das ist 25%, ach, wo ist es hin? 25% extra sofort, ne? Ja. Weiß ich nicht. Wo denn noch ein paar Sondersachen? Komm, nehmen wir den auch dann rein hier. So. Oh. Welchen da jetzt hin? Erreiche Tuningwert von 7 bis. Was? Lass ich so im Tuning-Teller einbauen? Was hat er denn jetzt für einen Tuning-Wert? 0. Was? Aber wie... Ui. Was? Also wir können natürlich Karosserietuning betreiben. Aber bringt das Tuning Wert? Schande. Tuning-Teile. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt die beiden aus, die Krümmer von ihm da oder sowas? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was da für Tuning-Teile reingehören. Sind das denn jetzt, also wenn ich jetzt 0,75% dadurch kriege, wenn ich davon 8 Stück einbaue, habe ich denn 0,758 mal? Weil würde ich, weiß ich nicht, 8 Tuning-Zündkerzen, gut, kriegen wir ein Prozent zusammen. 8 davon kriegen wir 6% zusammen, sind wir bei 7%. Dann hat er 7% Tuning. Dann können wir noch eine Drosselklappe ranbasteln da. Okay. Alles klar. Naja gut, dann werden wir das jetzt in der nächsten Folge mal lernen, wie das funktioniert. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.